Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration. Ich möchte euch heute zeigen, wie man so ein schönes Paracord-Armband machen kann. Man braucht dafür so Bänder hier. Die sind speziell für Paracord-Armbänder. Oder ihr könnt auch Schnürsenkel benutzen, das geht auch. Auf jeden Fall so etwas dickere Bänder. Und gut ist, wenn man die, wenn die aus so einem Material sind, dass man die mit einem Feuerzeug so ankokeln kann. Dann wird das weich und dann kann man da was dran setzen. Wenn es nicht so ist, kann man das aber auch anders lösen. Also diese Bänder braucht man, die sind jetzt ungefähr 2 Meter lang, aber es reicht, wenn ihr 1,50 Meter, Meter lange Bänder habt. Dann braucht man ein Feuerzeug, eben um die Enden zu schmelzen und aneinander zu machen. Wenn ihr noch Kinder seid, dann macht das bitte mit euren Eltern zusammen. Und man kann das entweder mit so einem Verschluss hier machen, wer so einen Verschluss da hat. Oder sonst gibt es halt auch eine Möglichkeit, so wie ich das bei diesem Armband gemacht habe, dass man sich hier am Ende so einen dicken Knoten macht und den Knoten hier dann durch diese Schlaufe zieht und so dann den Verschluss hat. Beides ist möglich. Ich mache jetzt eine Version mit diesem, mit diesem Verschluss, der dabei ist. Außerdem habe ich Klebeband, um das Ganze am Tisch zu fixieren. So, als erstes halte ich die beiden Enden hier über eine Flamme, also die beiden Enden der Bänder, und drücke die hier so zusammen, bis es gut zusammengeschmolzen ist. Ja, bei mir hat das jetzt noch nicht so gut funktioniert. Ich mache daher einfach nochmal hier Feuer drunter. Wie ich gerade schon sagte, fragt bitte eure Eltern, ob ihr das machen dürft mit dem Feuerzeug oder ob sie euch helfen. So, wenn das hier fest ist, dann nehme ich mir hier diese Seite von dem Clip, ziehe die Bänder hier so durch. Und ziehe dann die Bänder, die Enden der Bänder hier durch die Schlaufe. So, damit dann hier so ein Ende überbleibt. So, jetzt teste ich, wie lang das Armband werden soll. Ich mache mir das um den Arm und lasse das dann so ungefähr 2,5 cm länger noch. Und hier am Ende werde ich jetzt den anderen Teil des Verschlusses befestigen. Den ziehe ich dafür hier auf die Enden. Habe mir hier die Stelle gemerkt, wo der Verschluss hin soll. Ist natürlich auch wichtig jetzt, dass ihr darauf achtet, wie rum der Verschluss ist, damit man das auch gleich hier gut schließen kann. So, ich ziehe das Ganze bis zu der Stelle, wo ich gleich den Verschluss haben möchte. Teste nochmal. Ja, so passt das. Und ja, macht die Bänder jetzt wieder so hier rum, also dass es so aussieht. Und fixiere jetzt hier mit dem Klebeband das Ganze am Tisch. So, das andere Ende hier. Das fixiere ich hier unten auch am Tisch. So. Jetzt kann es losgehen. Ich muss jetzt immer mich entscheiden, also ein Band ist immer oben her, ein Band unten her. Und ich entscheide mich jetzt, dass Türkis immer unten ist. Ziehe also das türkise Band hier drunter her. Mache dann mit dem pinken, gehe ich hier unter dem Band her, gehe dann über diese Schnüre rüber und hier
gehe ich unter diesem Band her. So, dann ziehe ich das Ganze schön fest. Und jetzt geht es wieder weiter. Das türkise Band wieder unter den Bändern her. Dann hier das pinke. Hier so drunter her. Über diesen Bändern her. Und hier durch die Schlaufe durchziehen. Und schön festziehen. So geht es jetzt immer weiter. Ich mache wieder das türkise Band hier unten drunter her. Ziehe das pinke hier her, dann über die Bänder drüber und hier durch diese Schlaufe. Das türkise Band drunter her, das pinke hier unter dem türkisen her, über die Bänder in der Mitte und hier durch die Schlaufe. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Es passt kein weiterer Knoten mehr da drauf. Und jetzt werde ich auch hier diese beiden Enden wieder mit dem Feuerzeug zusammenschmelzen. Dafür schneide ich das jetzt hier so kurz ab. Ich habe hier den pinken Faden so rübergelegt und den türkisen Faden schneide ich hier einfach relativ nah am Anfang ab. Den pinken hier. Und diese beiden Enden werde ich jetzt hier verschmelzen. Wer solche Verschlüsse hier nicht hat, der darf die Bänder noch nicht abschneiden, sondern muss sie etwas länger lassen und dann einen dicken Knoten reinmachen, so wie ich das hier gemacht habe bei dem anderen Armband. Also da kann man dann einfach nochmal mit den Enden, also das ist eigentlich jetzt hier so das Gleiche, was auch hier war, nur dass ich das vorher nicht an dem Verschluss hier festgemacht hatte. Und hier mit den Enden wickelt man dann das eine Band noch mal häufiger rum, macht dickere Knoten und schmilzt dann hier am Ende das alles zusammen, dass das auch wirklich so hält. Der Anfang sieht auch ein bisschen anders aus. Hier das Ganze habe ich ja eben an dieser Schlaufe befestigt, an diesem Verschluss. Und hier habe ich einfach am Anfang eine Schlaufe gemacht. Habe dann auch das Ganze abgemessen, wie lang es werden soll. Habe mir dann die Schlaufe und die Enden hier angeklebt und bin dann genauso vorgegangen wie bei diesem Armband. Ich habe das jetzt gerade angefasst, das kühlt relativ schnell ab, aber seid vorsichtig, dass ihr euch nicht verbrennt. Ja,
so sieht das Ende jetzt hier aus. So, meine beiden Armbänder sind jetzt fertig. Ich habe einmal das hier mit dem Verschluss und das Ganze, was sich hier mit einem Knoten schließen lässt, also ein dicker Knoten, der dann hier durch die Schlaufen am Anfang durchgezogen wird. Und so hält das Ganze dann. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Armbänder findet und welche Farbkombination euch besser gefällt. Ob ihr sowas vielleicht auch schon mal gemacht habt oder gerne machen würdet. Drückt auf den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!